Hi, ich bin Dennis und das hier ist der kleine schwarze Hund Barney. Und gemeinsam reisen wir auf entschleunigte Art und Weise durch Europa und suchen immer nach den schönsten Orten in der Natur. Für die, die mich schon persönlich kennen oder den Instagram-Account verfolgt haben, die wissen schon, dass ich seit Ende 2018 immer dann, wenn es möglich ist, mit meinem Jeep und Dachzelt durch die Gegend reise, vorwiegend Europa. Ziel ist es, alle europäischen Flaggen zu sammeln. Noch sind wir nicht ganz fertig. Jetzt war es leider so, dass der Jeep in den vergangenen 2 Monaten leider sehr viel in der Reparatur war und deswegen nicht zur Verfügung stand. Ich habe auf meinen Reisen durch Europa die verschiedensten Menschen kennengelernt, mit den verschiedensten Reisekonzepten, Lebenskonzepten und was nicht noch alles. Am meisten habe ich immer die bewundert, die einfach nur mit Rucksack und Zelt oder ohne Zelt oder mit Fahrrad unterwegs sind und mit dem Fahrrad nach Spanien, Portugal oder sonst was gefahren sind. Und ich habe immer gedacht, das werde ich niemals selber schaffen, weil es ist ja viel zu anstrengend. Das erste alternative Konzept, was ich mal selbst ausprobiert habe, war mit dem Rucksack und einem kleinen Rucksack für den Hund, den wir leider gerade nicht dabei haben, aber den zeigen wir euch noch. Hier die wunderschöne Weser entlang zu laufen und zwar von Bremerhaven, also von der Nordsee, bis in meine Heimat im Weserbergland in der Nähe von Rinteln. Und nicht Navi-Luftlinie 100 Kilometer oder 90, sondern immer schön der schlängelnden Weser folgend. Ich glaube, es waren etwas mehr als 200 Kilometer in 2 Wochen und es war eine unglaublich coole Erfahrung. Ich habe wirklich die Zeit gehabt, Land und Leute zu genießen und ja, es war einfach nur toll und ich musste nicht weit wegfahren. Ich habe mir meinen Rucksack geschnappt und bin losgelaufen und ab der ersten Stunde hatte ich eine tolle Zeit. Und aus diesem Grunde habe ich mir überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich auch so ein Rad erfinde in meinem Universum und gleichzeitig auch noch den Hund mitnehmen kann. Ja, das hier ist das Ergebnis, darf ich vorstellen, Wheelhelm, ein bei eBay gebrauchtes E-Bike von der Firma Fischer. Habe ich mir so mal empfehlen lassen von meinem guten Bruder. Und dabei ist dann noch ein kleiner Hundeanhänger und wie ihr seht, ist auf dem Hundeanhänger sogar ein Solarpanel montiert. Und im Hundeanhänger, keine Sorge, ist wirklich ordentlich angebracht, haben wir hier auch nochmal eine Powerbank, mit der wir den zweiten Akku quasi während der Fahrt laden können. Man muss jetzt auch dazu sagen, ich bin nicht der super erfahrene Radfahrer, genauso wie ich nicht der super erfahrene Outdoor- oder Camping- oder sonst was Experte bin. Und ja, was liegt da näher als eine kleine Radtour zur Eingewöhnung? Und deswegen habe ich mir was Kleines überlegt. Und zwar eine Radtour bis zum Bodensee von Bremen aus, allerdings über Amsterdam. Ich werde bei dieser kleinen Radtour Stationen meines Lebens besuchen, das heißt Orte, an denen ich schon gelebt habe, gewohnt habe, die werde ich mal mit dem Fahrrad besuchen und werde auch ein paar Freunde besuchen und ja, so ergeben sich dann, ich glaube, es sind mittlerweile 2800 Kilometer Radtour mit Hund und das Ziel ist natürlich, das Ganze komplett energieautark zu machen. Das heißt, ich möchte mit dem Solarpanel, wenn es denn überhaupt mathematisch möglich ist, meine Batterien durch diesen hellen Stern da wieder vollladen. Ja, und so praktisch megamäßig umweltfreundlich und energieautark die 2700 Kilometer zurücklegen. Mir geht es dabei natürlich nicht darum, irgendwelche Rekorde aufzustellen. Das heißt, ich werde jetzt nicht jeden Tag 150 Kilometer fahren, nur weil ich es kann, sondern es geht mir natürlich darum, das fortzuführen, was ich bei meiner Wanderung gelernt habe, nämlich mir Zeit für Land und Leute zu nehmen. Die Tour ist jetzt erstmal für 40 Reisetage, glaube ich, geplant. Das können 30 werden, das können 60 werden. Vielleicht bleibe ich mal irgendwo ein paar Tage oder eine Woche oder wer weiß, was passiert. Genau darum geht es mir, dass ich dafür ja einfach die Zeit habe und mir die Zeit einfach auch nehme. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was wir alles erleben werden, welche coolen Sachen und welche vielleicht auch nicht ganz so coolen Sachen passieren werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, ihr seid dabei.